Mal ganz ehrlich, also das wäre mal eine nette Sache, wenn ihr Blutspenden gehen würde. Ich meine, das ist, wie viele Liter sind das? Liter, Milliliter, das sind vielleicht 400 Milliliter, 420 glaube ich, so eine Ampulle oder so ein Blutpaket. Und das ist nicht viel. Und ihr rettet damit Leben. Ihr rettet damit Leben und also es ist nichts Schlimmes. Macht es einfach mal, es ist. Tut's für mich, bitte. Ja, aber ich kann euch nicht dazu zwingen. Das ist. Breiter Hut. Ich hab immer noch nicht wegen diesem Sheriff-Zeug geguckt. Och, Mann. Kniesen. Umgebungsanzug. Ich muss gerade überlegen, ob der auch einzigartig war. Gab's. Nee, Umgebungsanzug gab's, glaube ich, nicht. Zumindest keine. Nichts von denen ich wüsste, dass die gibt. Habe ich hier eigentlich noch irgendetwas? Nee. Meine Waffen habe ich schon zurückgepackt. Kann ich die hier, die jetzigen. Auch allgemein, ja. Das ist ja, glaube ich, Kampfflinte. Das habe ich noch aufgehoben. Laserpistole. Oh. Vielleicht kann ich den noch reparieren. Und die Kampfflinte, ja. Furchterregende Schrotflinte und so. Kleidung. Kann ich nicht reparieren. Weil da sind noch gleich viel wert. Aber ich kann es ausziehen. Was haben wir denn? Kampfflinte, Laserpistole. Furchterregende Flinte. Laserpistole. Hallo? Diesmal gab es ehrlich. Okay, ich muss zugeben, es gab wenig Action dieses Mal. Aber na gut, beim nächsten Mal wird es mehr geben. Da fühlt es uns auch das erste Mal richtig nach River City. Das wird eine nette Aufnahme. Die nächste Questaufnahme, meine ich. Das wird echt nett. Wird Spaß machen. Zum Glück haben wir River City bereits entdeckt. Das heißt, dass wir dahingehend eher weniger Probleme haben. Moira hat auch nichts mehr Interessantes bei sich. Das Diagramm haben wir gekauft, alles fürs Haus. Das heißt, ich fange jetzt mal an, hier draußen zu kaufen. Vor allem wegen den Diagrammen, die will ich ja noch alle zu Ende kriegen. Ich glaube, pro Waffe, die man sich kaufen kann, gibt es. Brauchen Sie was zu essen? Gehen. Ach so. Sie in die Brass Lantern. Der hat ja auch. Suchen Sie nach etwas Besonderem? Nö, grad nicht. Crazy Wolfgang hat genau das, was Sie brauchen. Zumindest, wenn Sie irgendwelchen Schrott brauchen, den ich zufällig habe. Cool. So, die brauchen wir nicht mehr. 500 Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie sonst. Mal sehen, ob ich diesen Müll nicht in Form hämmern kann. Ja, mach du mal. Oh, cool. Was hat er denn eigentlich für ein Reparieren 75? Ja, so billig? Kriege ich mehr hin. Naja, egal. Ich sehe schon beschissen aus. Mit diesem Augenbotthelm. Aber es ist, glaube ich, der beste, in Anführungsstrichen, offene Helm, den es gibt. Oder halt eine Kopfbedeckung. Mit offen meine ich, dass man halt die Ghoul-Maske noch dazu tragen kann. Beziehungsweise dann diverse Brillen oder sowas. Die Maske zählt ja zu den Brillen. Weshalb auch immer. So, mal schauen. Nuka-Cola haben wir nicht mehr. Da haben wir alles. Guten Morgen! Hast du? Nee, hast du nicht. Gibt's hier irgendwas Interessantes? Ah, ein Radex. Na gut, verkaufe ich beim nächsten Mal. Wiegt ja nichts, das heißt, es ist nicht störend. Ach ja. Na, wir sind ja sowieso nicht vergiftet, von daher ist egal. So, auf jeden Fall war eine recht kurze Aufnahme, muss ich sagen. Ich hätte die eigentlich länger erwartet.
Auf jeden Fall sage ich dann einfach mal bis zur nächsten Aufnahme, obwohl ich ja noch mal gucken will, was es hier vielleicht noch so an Orten gibt, die man erkunden kann. Lincoln Memorial, da gibt es eine Quest hin. Washington Monument gibt es eine Quest hin. Geschichtsmuseum gibt es eine Quest hin. Technisches Museum gibt es eine Quest hin. Voltec Hauptsitz gibt es eine Quest dahin. Hamilton Schlupfwinkel kommt danach. Noch irgendwann Paradise. Kommen wir auch so hin. Dunwich Building gibt es eine Quest hin. Aber wenn die auch wenn die recht spät sein wird. Megaton. Red Racer Fabrik. Ja gut, dann werde ich, bevor ich dann die nächste Aufnahme starte, die Erkundungsaufnahme, werde ich dann... Hey. Oh, das nervt. Werde ich dann nochmal schauen, wo man noch hingehen könnte, außer dem War Memorial mit den ganzen Lurks. Ich gehe nur zum War Memorial. Wir werden sehen. Auf jeden Fall sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ein herzerfrischendes Moin Moin und willkommen zurück zu Fallout 3. Wir sind wieder in einer Erkundungstour. Willkommen zu Hause. Manchmal eher willkommen zurück im Spiel. Ich habe ja mittlerweile auch die Quest geändert. Ich habe gesagt, dass ich die einzelnen Kapitel als einzelne Quests ansehen will. Und hat sich nach oben verschoben, dass. Und die hier kann man jetzt nicht einfach so machen. Muss man ja versammeln. Deswegen habe ich wissenschaftliche Anstrengungen. Das heißt, dann die Hauptquest-Linie dann weiterverfolgen. Aber das macht jetzt nichts. Unser erstes Ziel wird hier sein. Denn ich habe ja gesagt, wir haben ja mittlerweile. Hoppala. Stadt Dietrich auf 94 ist eigentlich schon zu viel. Beziehungsweise wir hätten eigentlich nur 92, aber weil wir irgendetwas tragen, was Dietrich erhöht, haben wir es jetzt auf 94 und weil wir nochmal so ein Fertigkeitsbuch gelesen haben und Wissenschaft. Dafür will ich die Wackelköpfe holen. Da habe ich bei einem anderen Safe-Stand mal kurz gelunzt, wo die alle sind. Deswegen, weil. Ach so, ja, stimmt. Raider-Stil. So, als allererstes brauche ich ja noch Waffen. Nehmen wir mal den hier und den hier. Und was für eine Nahkampfwaffe hatten wir denn zuletzt gehabt? Die Vampirklinge, glaube ich, ne? Dann nehmen wir dann mal den Wegelagerers Freund mit. Ach, das werden wir auch noch irgendwann auffüllen. Und ich habe ja noch mal geschaut, was einzigartig ist. Staubmantel oder Hut? Den Staubmantel gibt es sonst... Weiter im Spiel nicht mehr. Oh. So, ohne viel groß rumzulabern, gehen wir jetzt mal auf Reise. Unser Ziel wird, sind nämlich die Bethesda Ruinen. Habe ich überhaupt geschlafen? Ich weiß es nicht. Schlafen wir einfach nochmal eine Runde. Jetzt hier gucken, ist leer. Wie schaut es da aus? Dauert noch einige Tage, okay, gut. Oder einige Zeit, meine ich. Ja, komm hier, lass mal 13 Stunden schlafen. Ach nee, ich wollte ja immer um 6 Uhr aufstehen. Ach, weißt du was, diesmal können wir auch um 5 Uhr. Und man braucht ja nur eine Stunde zu schlafen, um ausgeruht zu sein. Ich kann das nicht. Vielleicht irgendwer von euch. Aus dem Norden. Aus der Richtung bin ich auch noch nie gekommen. Also zu den Bethesda-Ruinen. Ich bin da immer irgendwie nur von Süden dran vorbeigekommen. Huch! Oh, hi. Hallo, Sir. Das sind die Bruderschaftsausgestoßenen. Ja, was heißt ja heimisch? Ich bin in der Vault geboren, ja. Das sind Bruderschaftsausgestoßene. Oha. Die sind mal ausgestoßen worden.
Weshalb werden wir noch erfahren. Ich werde nichts von der Geschichte vorwegnehmen. Hallo? Super. Ja. Ach, verdammt, ich könnte ja noch Dogmeat mitnehmen. Fällt mir gerade so ein. Hui. Komm schon, VATS. Das ist zu weit weg. Wenn er sich darauf bewegt, dann ist es auch kacke. Komm hier einfach mal so ein Blindwurf. Ja. Dort ist er. Jetzt kommt er so ungefähr in unsere Richtung. Das heißt, wir können eine Granate werfen. Ja. Ach Mist, er hat die Richtung schon wieder geändert. Gut, den Bären hätten wir erledigt. So ein Baum. Also das da meine ich. Na, Mist. Gehen wir mal weiter entlang. Ich muss nur gerade überlegen. Wo? Vorsicht, aber weswegen? Da ist irgendetwas. Ach, ein Brahmin. Dann egal. Brahmen sind egal, die lasse ich mal links liegen. Ist das schon Bethesda? Nein, das ist nicht Bethesda, das ist Metrostadt. Doch, das ist Bethesda. Bethesda ist auch eine, nicht nur die Entwicklerfirma von Fallout und auch von Morrowind, Skyrim, Oblivion, halt allgemein der ganzen Elder Scrolls Serie. Nein, ist auch eine real existierende Stadt. Und aufgrund meines, sagen wir mal, Fan-Daseins von NCIS, Navy CIS, weiß ich, dass Bethesda irgendwie so ein Militärkrankenhaus enthält. Auch glaube ich, ist da auch. Dass da auch so ein. Baller. Ach, leck mich doch. Dass da ein komplettes militärisches Lager gab. Oder allgemein so ein. Ne? Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ach du Scheiße, so ein Pisser. Der zerschießt mir noch die... Komm schon. Oh oh. Na komm, werfen wir denen das entgegen. Ach, so Arsch, ey. Irgendeinen habe ich erwischt. So, weil die in Nahkampf gehen wollen. Du auch noch, ja? Na komm her, Raider. Kopf verkrüppelt. So. Schauen wir mal, wo der andere ist. Deine Schütze. Ein bisschen unpräzise. Leider. Wir hatten 3 erwischt. Ne, 4 insgesamt. Wir sind immer noch auf Gefahr.